Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe heute meine Häkelsachen bereitgelegt. Ich bringe ja immer dienstags ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelsachen. Ja, ich habe ein ganz klein bisschen gehäkelt. Und zwar, du siehst, ich habe hier drei Projekte stehen. Und an diesen dreien habe ich diese Woche gehäkelt. Ich mache immer nur so einen kleinen Rückblick, was ich die Woche so gehäkelt habe und wie da der Fortschritt ist zu der vorherigen Woche. Genau. Ich habe hier einmal den ersten Teil von dem Polunder, den ich häkele. Und zwar einmal hier das Garn von Schachenmeier. Es hat nur 360 Meter und ist geeignet für die Nadelstärke 3,5 bis 4,5. 100% Polyacryl. Ja, und das ist halt in so einem grün-blauen, braunen Farbverlauf. Genau, das ist einmal hier. Das hier ist noch mein Markierer für die angefangene Masche sozusagen, dass ich mir das nicht aufziehe. So. Ich häkle meinen Polunder mit einer Vierernadel. Und so, das ist einmal das, ja, normale Muster, das ist vorne. Und hier siehst du, ich habe jetzt hier oben ja gestartet und habe dann hier einmal abgenommen für den Halsausschnitt. Und man sieht jetzt schon, dass ich hier wieder am Zunehmen bin, damit die Schulterpartie so wie hier noch mal dran kann. Und den Rücken sozusagen häkle ich einmal komplett gerade. Ja, die Wolle hier lässt sich gut verarbeiten. Da hakt nichts. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, man hat unterschiedliche Dicken sozusagen hier von diesem Lauffaden. Und ja, das in so Sachen. Ja, es ist nicht schlimm, um Gottes Willen. Ja, aber ich weiß gar nicht. Ein bisschen tut es das Maschenbild halt verschieben. Und das sind dann so Punkte, die ich nicht so gerne habe, einfach. Aber gut, ändern kann ich es auch nicht. Es ist, wie es ist. Die Wolle ist, wie sie ist. Und fertig. Hier zum Beispiel ja auch. Und das sind so Punkte, die stechen einem selber ins Auge. Und dann stört mich das halt. Ja. Aber an sich ja kein schlimmer Faktor sozusagen, sondern ja, ist halt so, ne? Genau. Ja, das hier ist einmal noch von hinten, also von innen dann sozusagen, von links, und das ist außen. Ja, da kam nicht so viel dazu. Es kam jetzt drei Reihen dazu, aber ja, mehr war es halt nicht. Trotzdem habe ich daran also gearbeitet und das wollte ich dir zeigen. Ich setze jetzt den Markierer um. Da war ich letzte Woche, da hatte ich es dir gezeigt. Vielleicht, und jetzt ist es hier. Also das vielleicht war jetzt darauf bezogen. Ich weiß halt nicht, ob du das Video letzte Woche gesehen hast oder nicht. Deswegen. So, jetzt ist er hier und dann wandert der Rest da noch rein. Sehr schön. Das ist einmal er, der Polunder. Ich weiß noch gar nicht, ob ich hier unten den Rand noch dran häkel oder ob ich das so mit dem Aufgerollten einfach lasse. Das sehe ich, wenn es fertig ist. Mal schauen, wie sich das nachher alles entwickelt.
Ja, dann habe ich hier noch die Handarbeit, die ich in meinem Urlaub gestartet habe. Die häkle ich mit der Tulipnadel, der Dreier. Und das hier ist der Bobbel dazu. Na, ich glaube, doch geht. Da ist noch eine Ersatznadel drin, aber ich glaube, das ist auch eine Dreier. 3,5er ist das sogar. Aber die liegt nur da unten drin von der letzten Handarbeit. Von daher habe ich es halt noch nicht rausgeräumt. Ja, das ist einmal Flowers Moonlight von Yarn Art. Ich finde den irgendwie, also wirklich schön. Von dem habe ich auch noch einen. Deswegen wird da draus halt meine Hexagonjacke. So, zum Bobbel hier nochmal. Er hat 53% Cotton, 43% Pack und 4% Metallic. Er ist 260 Gramm schwer und hat 1000 Meter. Sehr schön. Er ist geeignet für 2,5er Nadeln oder als Häkelnadel 3 mm, also Stricknadeln 2,5 und Häkelnadel 3 mm. Ja. Und hier ist mein Hexagon. Du siehst, hier ist schon wieder ein kleiner Farbwechsel passiert und deswegen habe ich jetzt wieder mein kleines Muster versetzt sozusagen. Also ich häkel hier ja Reliefstäbchen, immer wenn sich die Fadenfarbe leicht verändert, wechsle ich das. Und hier bei dem hellen, und da ist dann der Übergang sozusagen, da wird es dann so ein bisschen mit dem Gold, und hier oben wird es dann schon wieder ein bisschen mehr. Ja, und dann wechsle ich halt immer das Reliefstäbchen. Genau. Der darf jetzt so weit wachsen. Ich habe eben Hexagonjacke gesagt, aber das sollte eigentlich eher ein Kleid werden. Also ich starte jetzt erstmal mit den Jackenteilen sozusagen, und dann will ich unten sozusagen, also hier noch dran häkeln, weil ich glaube, von dem Garn bleibt noch ein bisschen vielleicht was übrig, je nachdem, wie ich mich da anstelle. Und dann wollte ich das noch nach unten etwas verlängern. Ja, mal schauen, wie das wird. Das stelle ich mir irgendwie richtig gut vor, aber manchmal hapert es dann bei mir an der Umsetzung. Aber dann ist das so. Dann habe ich was gelernt. Fertig. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Also manchmal stellt man sich ja in Gedanken irgendwas super toll vor. Und dann ist man dabei und dann auf einmal denkt man sich ja, aber so, sollte das jetzt nicht aussehen. Ja, manchmal ist das halt so. Aber nicht schlimm. Da stehe ich mit Humor zu. Dann ist das so und das nächste wird besser. Fertig. Ja, ich habe jetzt gerade noch den Markierer versetzt von letzter Woche auf den Stand von dieser Woche dann sozusagen. Und dann geht es hier dann fleißig weiter. Ja, ich finde das schön, dass das Muster hier so ein bisschen dichter ist. Ich meine, das sieht jetzt hier sehr löchrig aus, aber wenn du es jetzt so siehst, finde ich, ist das schon schön. Ich glaube, das hält nachher schön warm. Und das ist mir gerade bei so Kleidern, Jacken, Pullovern für den Winter, Herbst sehr wichtig. Ja, das ist einmal er. Und dann habe ich noch an einem Projekt weitergearbeitet, weitergehäkelt. Und zwar hier. Du siehst es an dem Pullover. Den häkle ich mit einer 3,5er Nadel. Und das sind einmal die Garne.
auch von Janart Rosengarten. Der hat, ich glaube, der war komplett, ja, 100% Baumwolle. Hat auch knapp 1000 Meter, ist 250 Gramm schwer. Hat auch so einen schönen Verlauf von dem zarten Rosé-Lila in den kräftiges, dunkles Lila. Und da läuft hier noch vom Teddy dieses Garn mit. Und wenn ich dann hier bei dem bisschen dunkleren Lila ankomme, wollte ich hier dieses Garn mitlaufen lassen, das Mermaid Garn vom Teddy. Genau, dann ist das alles auch ein bisschen dichter. Das habe ich aber jetzt auch immer hier mit drin. Das passt auch gut hier in den Beutel rein. Das ist ein klasse Ding. Der ist schön. Ja, und das ist einmal der Pullover. Das ist ein Raglan von oben. Jetzt habe ich ihn links rum. Der Raglan von oben. Und das ist jetzt hinten. Und das hier habe ich vorne. Ja, und der darf jetzt sozusagen einmal nur noch nach unten wandern. Ich mache hier an den, ich heb's mal hoch, dass das nicht immer so kruspelt, hier an den Seiten, einmal hier oben bei dem Arm habe ich das gemacht und hier auch an der Seite läuft das jetzt runter, so ein kleines Muster rein. Das ist super unauffällig. Wenn ich es jetzt so rumdrehe, siehst du das natürlich definitiv besser. Ja. Aber ich wollte es halt ein bisschen unauffälliger einfach haben. Deswegen ist das so. Ja. Das läuft dann so spitz zusammen und geht wieder auseinander und läuft dann wieder zusammen. Genau. Ja, letztes Mal habe ich es dir hier gezeigt. Das ist das Projekt, was momentan sozusagen bei mir unten in der Küche steht. Und da arbeite ich immer dran. Jetzt habe ich es aufgezogen. Da arbeite ich morgens immer dran, bevor ich auf die Arbeit gehe. Wird da dran gehäkelt. Genau. Ja, einmal zur Entspannung, bevor es richtig in den Tag zu starten gilt. Zumindest ist das bei mir so. Ja, und das ist der, Pullover. Wie gesagt, mit einem Raglan von oben gestartet und dann einfach gerade nach unten gehäkelt. Ja, da habe ich ihn dir das letzte Mal gezeigt. Also letzte Woche war ich hier und das Stückchen kam dazu. Das kommt auch immer drauf an, die Dinge, die ich morgens häkel, die sind meistens immer ein bisschen weiter, weil je nachdem, wann ich wach werde, sitze ich halt schon sehr früh am Häkeln. Ich schlafe nie sonderlich gut. Aber das war schon immer so bei mir. Also ich war auch immer Frühaufsteher, von daher. Also nicht schlimm. Das ist bei mir so. Ja, genau. Und der darf jetzt auch ein bisschen noch wachsen. Mal gucken, wie weit ich da komme mit dem Garn. Ich möchte gern den kompletten Poppel hier aufbrauchen für den Pullover und dann schaue ich mal, ob das nur sozusagen ein Pulli ist oder ob das ein Longshirt wird, je nachdem. Genau, und Ärmchen möchte ich gerne wahrscheinlich noch dran häkeln und wenn es nur so kleine Ärmelchen sind, aber wahrscheinlich Ärmelchen kommen wahrscheinlich dran, ja. Genau, ja, und das sind auch schon sozusagen alle Sachen, die ich diese Woche
in den Händen hatte. Genau. Ja. Ich hoffe, dir hat der kleine Rückblick von der Woche, von den Häkelsachen gefallen. Ich hoffe, dir geht es gut. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir ein Däumchen nach oben da lassen würdest. Das wäre ganz klasse. Und ja, die Anleitung zu den Sachen, zu dem Pfotentuch, das muss ich noch machen. Und auch hier wurde sich ja gewünscht, dass ich das mal so zeige. Also es wird noch ein bisschen dauern dann bei den Sachen, aber das wird mit der Zeit kommen. Wenn ich es vergessen sollte, erinnert mich gerne daran. Das ist gar kein Thema. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bleib gesund. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und hören. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.